Wie tief hinab reicht das Erinnern? Ein warmes Grün, das ist in meinem Gedächtnis wohl das früheste Bild. Das Grün eines Kachelofens, um dessen oberes Bord sich das Relief eines Zigeunerlagers gezogen haben soll. Doch das weiß ich nur noch aus den Erzählungen meiner Mutter. Keine Anstrengung des Hirns bringt mir dies Bild zurück. Das Grün aber habe ich behalten. Ein warmes Weinflaschengrün mit stumpfem Glanz. Immer wenn ich mir dieses Grün vor Augen führe, fühle ich mich leicht über den Dielen in Lüften schweben. Ich konnte, wie Mutter erzählte, die Zigeuner nur sehen, wenn Vater mich, zweijährigen Knirps, in die Höhe hob. Dann folgte meinem Gedächtnis etwas Weiches und Weißes, auf dem ich unendlich lange stillsitzen und dabei in ein sich auf- und abwärts krümmendes Schwarz starren musste. Und dann eine Höhle Holunder mit einer Bank und einem Mann drauf, der nach Abenteuern roch und mich auf seinem Knie reiten ließ und mir ein Stück wunderbar süßer Wurst in den Mund schob, die sich gierig kaute. Und diese Erinnerung ist verbunden mit einem Schrei und einem Sturm, der plötzlich Mann und Laube von mir fortriss, um sie jählings ins Nichts zu wirbeln. Es war natürlich keine Sturmböe. Es war der Arm der Mutter, der mich aus der grünen Höhle gerissen hatte, und auch der Schrei war der Schrei ihres Entsetzens gewesen. Der Mann, dessen Knie mich gewiegt hatte, war eine der Spottfiguren des Dorfs. Ein heruntergekommener Großbauer, der auf säbelkrummen Beinen einherschwankend die Dörfer nach Brot und Schnaps zu durchbetteln pflegte. Und der Geruch wilder Abenteuer war sein Atem von Brennspiritus. Und die Wurst ein Abfall der Rossschlechterei. Jedenfalls muss es herrlich gewesen sein, auf seinen Knien zu reiten. Es ist dies das erste Bild, das ich heute noch ganz deutlich vor mir sehe. Und ich war damals 3 Jahre alt. Von da an folgen die Bilder dichter und dichter. Die Berge, der Wald, der Brunnen, das Haus, der Bach und die Wiese. Der Steinbruch, in dessen Grotten die Geister, die ich mir ausdachte, hausten. Kröte, Hornisse, der Käuzchenruf. Die Vogelbeerenallee vor der grauen Fabrik. Der Jahrmarkt mit seinem Duft von türkischem Honig und dem Drehorgelgeschrei der Schaubudenausrufer. Und schließlich die Schule mit ihrem kalkgetünchten, trotz der hohen Fenster stets düsteren Korridor, durch den aus allen Klassenräumen heraus die Menschenangst wie eine Nebelschwade kroch. Die Gesichter der Lehrer habe ich vergessen. Ich sehe nur noch 2 verkniffene graue Augen über einer langgezogenen, messerscharfen Nase und einen von Ringen gekerbten Bambusstock. Und auch die Gesichter der Mitschüler sind blass und unscharf geworden. Bis auf ein braunäugiges Mädchengesicht mit schmalem, kaum geschwungenem Mund und kurzem, hellem Haar über der hohen Stirn. Das Gesicht, vor dessen Augen man die Seinen zum ersten Mal durch eine rätselhafte Macht verwirrt niedergeschlagen hat. Man vergisst es nicht, auch wenn danach Bitteres geschehen ist.
Eines Morgens, es war im Sommer 1931 und ich war damals 9 Jahre alt, kam wie immer wenig Minuten vor dem Läuten das Klatschmaul der Klasse, die schwarz gezopfte wie ein Froschteich plappernde Gudrun K. wieder einmal mit ihrem Schrei ihr Leute, habt ihr's schon gehört?« in die Klasse gestürmt. Sie keuchte, da sie das schrie und fuchtelte wild mit den Armen. Ihr Atem flog, doch sie schrie dennoch, ihr Leute und rang im Schreien schnaufend nach Luft. Die Mädchen stürzten ihr wie immer entgegen und umdrängten sie jäh wie ein Bienenschwarm seine Königin. Wir Jungen jedoch achteten kaum auf ihr Getue. Zu oft schon hatte das Klatschmaul etwas als Sensation ausgeschrien, was sich dann als Belanglosigkeit entpuppte. So ließen wir uns in unserem Tun nicht stören. Wir diskutierten gerade die neuesten Abenteuer unseres Idols Tom Shark. Und Carly, unser Anführer, machte uns vor, wie man nach dessen Manier den gefährlichsten Wolfhund im Nu erledigt. Ein fester Griff in den Rachen, dorthin, wo die Zähne am spitzesten sind. Den Oberkiefer festgehalten, den Unterkiefer hinuntergerissen und den Schädel im Wirbel gedreht und dem Tier einen Tritt in den Kehlkopf. Da hörten wir aus dem Schwarm der Mädchen einen schrillen Schrei. »Ih, wie grausig!« hatte eines der Mädchen geschrien, ein ganz spitzes, quiekendes »Ih« des panischen Schreckens. Wir fuhren herum und sahen das Mädchen stehen. Die Hand vor dem weit offenen Mund und in den Augen das blanke Entsetzen. Und die Gruppe der Mädchen stand vor Schauder gekrümmt. »Und dann rühren sie das Blut mit Nullermehl an und backen draus Brot«, hörten wir Gudrun hastig berichten, und wir sahen, wie die Mädchen sich schüttelten. »Was erzählst denn du da für ein Quatsch?«, rief Carly laut. Die Mädchen hörten nicht. Zögernd traten wir zu ihnen. »Und das essen sie dann?«, fragte eine mit heiserer Stimme. »Das essen sie dann zu ihrem Feiertag. Da kommen sie zu Mitternacht alle zusammen, zünden Kerzen an und dann sagen sie einen Zauber und dann essen sie das«, bestätigte Gudrun mit keuchendem Eifer. Ihre Augen brannten. »Was für ein Zauber«, fragte Carly und lachte. Aber das Lachen klang nicht echt. Plötzlich fühlte ich eine seltsame Angst. »So red schon«, schrie ich. Und auch die anderen Jungen schrien und wir drängten uns um die Mädchen, die Gudrun umdrängten, und Gudrun wiederholte in hastigen, fast schreienden Sätzen ihren Bericht. Ein Judenauto sei, so sprudle sie heraus, in den Bergen aufgetaucht und fahre abends die wenig begangenen Wege ab, um Mädchen einzufangen und zu schlachten und aus ihrem Blut ein Zauberbrot zu backen. Es sei ein gelbes, ganz gelbes Auto, so redete sie, und Mund und Augen waren vor Entsetzen verzerrt. Ein gelbes, ganz gelbes Auto mit 4 Juden drin, 4 schwarzen, mörderischen Juden mit langen Messern, und alle Messer seien blutig gewesen und vom Trittbrett habe auch Blut getropft. Das hätten die Leute natürlich deutlich gesehen. Und 4 Mädchen hätten sie bisher geschlachtet. 2 aus Witkowitz und 2 aus Böhmisch-Krummer. Sie hätten sie an den Füßen aufgehängt und ihnen den Kopf abgeschnitten und das Blut in Pfannen laufen lassen. Und wir lagen übereinander in Klumpen Entsetzen, der kreischte und bebte, und Gudrun überschrie unser Grauen mit schriller Käuzchenstimme und beteuerte, obwohl niemand ihre Erzählung anzweifelte, gierig, das sei alles wirklich wahr. Wenn sie gestern nach Böhmisch-Krummer gegangen wäre, um Heimarbeit auszutragen, dann hätte das Judenauto mit eigenen Augen sehen können. Gelb, ganz gelb. Und vom Trittbrett das tropfende Blut. Und ich starrte Gudrun ins Gesicht, das rot war, und dachte bewundernd, dass sie ein tolles Glück gehabt habe, nicht abgeschlachtet worden zu sein. Denn dass das Judenauto durch die Felder vor und Mädchen einfing, daran zweifelte ich keinen Augenblick. Ich hatte zwar noch keinen Juden gesehen, doch ich hatte aus den Gesprächen der Erwachsenen schon viel über sie erfahren. Die Juden hatten alle eine krumme Nase und schwarzes Haar und waren schuld an allem Schlechten der Welt. Sie zogen den ehrlichen Leuten mit gemeinen Tricks das Geld aus der Tasche und hatten die Krise gemacht, die meines Vaters Drogenhandlung abzuwürgen drohte. Sie ließen den Bauern das Vieh und das Korn wegholen und kauften von überall Getreide zusammen, gossen Brennspiritus drüber und schütteten es dann ins Meer, damit die Deutschen verhungern sollten, denn sie hassten uns Deutsche über alle Maßen und wollten uns alle vernichten.
Warum sollten Sie dann nicht in einem gelben Auto auf den Feldwegen lauern, um deutsche Mädchen zu fangen und abzuschlachten? Nein, ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass das Judenauto existierte. Und auch die Worte des Lehrers, der unterdessen die Klasse betreten und die Nachricht vom Judenauto, die alle Münder ihm zugeschrien, für wenig glaubwürdig erklärt hatte, änderten nichts. Ich glaubte an das Judenauto. Ich saß gelb, ganz gelb zwischen Kornfeld und Kornfeld fahren. Vier schwarze Juden mit langen, spitzigen Messern und plötzlich sah ich das Auto halten und zwei der Juden zum Kornfeld springen, an dessen Rand ein braunäugiges Mädchen saß und einen Kranz blauer Kornraden flocht. Und die Juden, Messer zwischen den Zähnen, packten das Mädchen, schleppten es zum Auto und das Mädchen schrie und ich hörte ihren Schrei und ich war selig, denn es war mein Name, den sie schrie. Laut und verzweifelt schrie sie meinen Namen. Ich suchte meinen Colt, doch ich fand ihn nicht. Und so stürmte ich mit bloßen Händen aus meinem Geheimgang heraus und sprang die Juden an. Den ersten schmetterte ich mit einem Schlag gegen das Kind zu Boden. Dem zweiten, der das Mädchen schon hochgehoben hatte, um es in den Wagen zu wälzen, dann schlug ich mit der Handkante ins Genick, sodass auch er zusammensank. Der Jude am Steuer gab Gas und der Wagen schoss auf mich zu. Doch darauf war ich natürlich gefasst gewesen und schnellte zur Seite. Das Auto schoss vorbei, ich sprang auf sein Heck, zertrümmerte mit einem Faustschlag die Wagendecke, drehte dem Juden auf dem Beifahrersitz das Messer aus der zustoßenden Hand, warf ihn aus dem Wagen, überwältigte den Juden am Steuer, bremste, sprang ab und sah im Gras vorm Kornfeld ohnmächtig das Mädchen liegen. Und ich sah ihr Gesicht, das vor mir reglos im Gras lag. Und plötzlich sah ich nur ihr Gesicht. Braune Augen, ein schmaler, kaum geschwungener Mund und kurzes, helles Haar über der hohen Stirn. Ich sah die Wangen und Augen und Lippen und Stirn und Haar. Und mir war, als sei dies Gesicht immer verhüllt gewesen. Und ich sehe es zum ersten Mal nackt. Scheu befing mich. Ich wollte wegsehen und konnte es doch nicht. Beugte mich über das Mädchen, das reglos im Gras lag, und berührte ein Hauch mit meiner Hand ihre Wange. Und mir wurde flammend heiß. Und plötzlich brannte meine Hand. Ein jäher Schmerz. Mein Name dröhnte in mein Ohr. Ich fuhr auf und der Lehrer hieb mich ein zweites Mal das Lineal über den Handrücken. 2 Stunden nachsitzen, schnaubte er. Ich werde dir das Schlafen im Unterricht schon austreiben. Die Klasse lachte. Der Lehrer schlug ein drittes Mal zu. Die Hand schwoll auf, doch ich biss die Zähne zusammen. 2 Bänke vor mir saß das Mädchen, dessen Gesicht ich im Gras gesehen hatte. Und ich dachte, dass sie jetzt als Einzige nicht über mich lachen würde. Im Unterricht schlafen, glaubt der Kerl, die Bank sei ein Bett. Der Lehrer hatte das als Witzwort gesprochen und die Klasse brüllte vor Lachen. Ich wusste, dass sie niemals über mich lachen würde. Ruhe, schrie der Lehrer. Das Lachen verebbte, die Striemen auf meiner Hand wurden blau. Nach dem Nachsitzen traute ich mich nicht nach Hause. Ich grübelte, als ich langsam die Dorfstraße hinaufging, nach einer glaubwürdigen Ausrede und kam schließlich auf den Gedanken, zu Hause zu erzählen, ich hätte dem Judenauto nachgeforscht. Und so bog ich, um nicht von der Hauptstraße, sondern von den Feldern aus nach Hause zu kommen, von der Straße ab und ging einen Feldweg hinauf den Bergen zu. Kornfelder rechts, Wiesen links, und Korn und Gras wogten mir übers Haupt. Ich dachte nicht mehr ans Nachsitzen und nicht mehr an das Judenauto. Ich sah das Gesicht des Mädchens in den Wellen der Gräser und im Korn sah ich ihr helles Haar. Die Wiesen dufteten sinnverwirrend. Das pralle Fleisch der Glockenblumen schwang blau in der Höhe meiner Brust. Der Thymian
sandte wilde Wellen betäubenden Duftes. Wespenschwärme brausten bös, und der Mohn neben dem blauen Raden glühte, ein sengendes Gift in hitzigstem Rot. Die Wespen schwirrten wild um mein Gesicht, die Sonne dünstete. Die Grillen schrien mir eine irre Botschaft zu. Große Vögel schossen jäh aus dem Korn auf. Der Mohn neben den Raden lohte drohend. Und ich war verwirrt. Ich war bisher arglos in der Natur gestanden wie eins ihrer Geschöpfe. Eine Libelle oder ein wandernder Halm. Doch nun war mir, als ob sie mich von sich stieße und ein Riss aufbreche zwischen meiner Umwelt und mir. Ich war nicht mehr Erde und nicht mehr Gras und Baum und Tier. Die Grillen schrien und ich musste daran denken, dass sie beim Zirpen die Flügel aneinander rieben und plötzlich kam mir das schamlos vor. Und plötzlich war alles verändert, wie zum ersten Mal gesehen. Die Kornähren klirrten im Wind. Das Gras schmiegte sich weich aneinander. Der Mohn glühte, ein Mund, tausend Münder der Erde. Der Thymian brodelte bitteren Dunst. Und ich fühlte meinen Leib wie etwas Fremdes. Wie etwas, das nicht ich war. Ich zitterte, fuhr mit den Fingernägeln über die Haut meiner Brust und zerrte an ihr. Ich wollte schreien und konnte doch nur stöhnen. Ich wusste nicht mehr, was mir geschah. Da kam Korn und Gras zur Seite drängend, ein braunes Auto langsam den Feldweg hinunter. Da ich es wahrnahm, schrak ich zusammen, als sei ich bei einem Verbrechen ertappt worden. Ich riss die Hände von meiner Brust und das Blut schoss mir jäh in den Kopf. Mühsam sammelte ich meine Gedanken. Ein Auto? Wie kommt ein Auto hierher, dachte ich stammelnd. Da begriff ich plötzlich. Das Judenauto! Ein Schauer überrann mich. Ich stand gelähmt. Im ersten Augenblick hatte ich zu sehen vermeint, dass das Auto braun war. Nun, da ich entsetzt und von einer schaurigen Neugier angestachelt ein zweites Mal hinblickte, da sah ich, dass es mehr gelb als braun war. Eigentlich gelb. Ganz gelb. Grellgelb. Hatte ich anfangs nur drei Personen drin gesehen, so hatte ich mich sicher getäuscht. Oder vielleicht hatte sich einer geduckt. Sicher, hatte sich einer geduckt, es waren ihrer vier und einer hatte sich geduckt, um mich anzuspringen. Da fühlte ich Todesangst. Es war Todesangst. Das Herz schlug nicht mehr. Ich hatte seinen Schlagen nie wahrgenommen, doch jetzt, das nicht mehr schlug, fühlte ich es. Ein toter Schmerz im Fleisch. Eine leere Stelle, die sich verkrampfend mein Leben aussog. Ich stand gelähmt und starrte auf das Auto. Und das Auto kam langsam den Feldweg herunter. Ein gelbes Auto, ganz gelb. Und es kam auf mich zu. Und da. Als habe jemand einen Mechanismus in Gang gesetzt, schlug mein Herz plötzlich wieder und nun schlug es rasend schnell und rasend überschlugen sich meine Gedanken. Schreien, davonlaufen, im Korn verstecken, ins Gras springen. Doch da fiel mir in letzter Sekunde noch ein, dass ich keinen Verdacht erregen durfte. Ich durfte nicht merken lassen, dass ich wusste, das war das Judenauto. Und so ging ich von Grauen geschüttelt, mäßigen Schrittes den Feldweg hinunter, mäßigen Schrittes vor dem Auto, das Schritt fuhr. Und mir troff der Schweiß von der Stirn und ich fror zugleich. Und so ging ich fast eine Stunde, obwohl es zum Dorf nur ein paar Schritte waren. Meine Knie zitterten. Ich dachte schon, dass ich umfallen würde. Da hörte ich wie ein Peitschenschlag knallend eine Stimme aus dem Wagen.
Ein Anruf vielleicht oder ein Befehl. Und da wurde mir schwarz vor Augen. Ich spürte nur noch, wie meine Beine liefen und mich mit sich nahmen. Ich sah und hörte nichts mehr und lief und schrie. Und erst als ich mitten auf der Dorfstraße stand und zwischen Häusern und unter den Menschen, wagte ich, keuchend mich umzuschauen. Und da sah ich, dass das Judenauto spurlos verschwunden war. Natürlich erzählte ich am nächsten Morgen in der Klasse, dass mich das Judenauto stundenlang gejagt und fast erreicht habe und dass ich nur durch ganz tolles Hakenschlagen entkommen sei. Und ich schilderte das Judenauto gelb, ganz gelb und mit 4 Juden besetzt, die blutige Messer geschwungen hatten. Und ich log nicht, ich hatte alles ja selbst erlebt. Die Klasse lauschte atemlos. Man hatte mich umdrängt und sah mich bewundernd, auch neidvoll an. Ich war ein Held. Und ich hätte jetzt an Karlis Stelle der Anführer werden können, doch das wollte ich nicht. Ich wollte nur einen Blick und wagte doch nicht, ihn zu suchen. Dann kam der Lehrer. Wir schrien ihm die ungeheure Nachricht ins Gesicht. Fiebernd schilderte ich meine Erlebnisse und der Lehrer fragte nach Ort und Zeit und Umständen. Ich konnte alles genauestens angeben, da waren keine Mogeleien und Widersprüche, da gab es nichts als unwiderlegliche Tatsachen. Das gelbe, ganz gelbe Auto, die 4 schwarzen Insassen, die Messer, das Blut am Trittbrett, der Feldweg, der Befehl, mich zu fangen, die Flucht, die Verfolgung. Und die Klasse lauschte atemlos. Da sah ich das Mädchen mit dem kurzen, hellen Haar. Und nun wagte ich ihr ins Gesicht zu sehen. Und sie wandte sich halb in ihrer Bank um und sah mich an und lächelte. Und nun schwamm mein Herz fort. Das war die Seligkeit. Ich hörte die Grillen schreien und sah den Mond glühen und roch den Thymianduft. Doch nun verwirrte mich das alles nicht mehr. Die Welt war wieder heil. Ich war ein Held, dem Judenauto entronnen. Und das Mädchen sah mich an und lächelte. Und sagte mit ihrer ruhigen, fast bedächtigen Stimme, dass gestern ihr Onkel mit 2 Freunden zu Besuch gekommen sei. Sie seien im Auto gekommen, sagte sie langsam, und das Wort Auto fuhr mir wie ein Pfeil ins Hirn. In einem braunen Auto seien sie gekommen, sagte sie, und sie sagte auf die hastige Frage des Lehrers, sie seien zur gleichen Zeit, da ich das Judenauto gesehen haben wollte, den gleichen Feldweg hinabgefahren und ihr Onkel habe einen Jungen, der am Wiesenrand gestanden habe, nach dem Weg gefragt. Und der Junge sei schreiend davongelaufen. Und sie strich die Zunge über ihre dünnen Lippen und sagte ganz langsam, der Junge am Weg habe genau solche grünen Lederhosen getragen wie ich. Und dabei sah sie mich freundlich lächelnd an. Und alle, so fühlte ich, sahen mich an. Und ich fühlte ihre Blicke bös wie Wespenschwirren. Wespenschwärme über Thymianbüschen. Und das Mädchen lächelte mit jener ruhigen Grausamkeit, deren nur Kinder fähig sind. Als dann eine Stimme aus mir herausbrüllte, die blöde ganz spinne ja, es sei das Judenauto gewesen, gelb, ganz gelb und 4 schwarze Juden drin mit blutigen Messern. Da hörte ich wie aus einer anderen Welt durch mein Brüllen ihre ruhige Stimme sagen, sie habe mich ja selbst vor dem Auto davonlaufen sehen. Sie sagte es ganz ruhig. Und ich hörte, wie mein Brüllen jählings abbrach. Ich schloss die Augen. Es war totenstill. Da plötzlich hörte ich ein Lachen, ein spitzes, kicherndes Mädchenlachen wie Grillengezirp schrill. Und dann toste eine brüllende Woge durch den Raum und spülte mich fort. Ich stürzte aus der Klasse hinaus und rannte aufs Klosett und schloss hinter mir die Tür zu. Tränen schossen mir aus den Augen. Ich stand eine Weile betäubt im beizenden Chlorgeruch
und hatte keine Gedanken und starrte die schwarz geteerte, stinkende Wand an. Und plötzlich wusste ich's. Sie waren dran schuld. Sie waren dran schuld. Sie, nur sie. Sie hatten alles Schlechte gemacht, das es auf der Welt gibt. Sie hatten meinem Vater die Geschäfte ruiniert. Sie hatten die Krise gemacht und den Weizen ins Meer geschüttet. Sie zogen mit ihren gemeinen Tricks den ehrlichen Leuten das Geld aus der Tasche. Und auch mit mir hatten sie einen ihrer hundsgemeinen Tricks gemacht, um mich vor der Klasse zu blamieren. Sie waren schuld an allem. Sie, kein anderer, nur sie. Ich knirschte mit den Zähnen. Sie waren schuld. Heulend sprach ich ihren Namen aus. Ich schlug die Fäuste vor die Augen, stand im schwarz geteerten, chlordünstenden Knabenklosett und schrie ihren Namen. Juden, schrie ich. Und wieder schrie ich, Juden. Wie es nur klang. Juden. Juden. Ich stand heulend in der Klosettzelle und schrie und dann erbrach ich mich. Juden. Sie waren schuld. Juden. Ich würgte und ballte die Fäuste. Juden. 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 Sie waren dran schuld. Ich hasste sie.